Mann, Mensch, Hallöchen. Matze, mein Lieber, seid mir gegrüßt an diesem wunderschönen Wettkampf-Vormittag oder morgen, sag ich mal. Ja, ist das, ja, wir machen gleich die offizielle Eröffnung, es geht gleich los. Sieht man die Ballons? Bist du auch aufgeregt? Ich bin doch überhaupt nicht aufgeregt. Warum nicht? Ich muss doch zum Glück nicht ins Wasser. Ach so. Was haben wir heute? Guten Morgen, 4. September, Volker. Es ist wieder soweit wie im letzten Jahr und es ist wieder nach dem Feuerwehrfest, aber diesmal in Burgwalde. Aber mir geht es dieses Jahr viel besser. Ich muss erst mal sagen, dass ich mich ganz doll freue, dass so gut gelaunte Sportler und Athleten und Athletinnen hier dabei sind, dass ihr mit dabei seid. Das war also bekannt, also da freue ich mich ganz doll. Und ja, es ist fast auf den Tag genau, vor einem Jahr waren wir hier unten gewesen. Und wir freuen uns bei diesem hervorragenden Wetter, bei dieser guten Laune auf einen ganz tollen Wettkampftag. Der dritte Triathlon, Volker? Tatsächlich der dritte, geboren aus der Corona-Misere heraus, sage ich mal, wo nichts ging, keine Badeanstalt auf, alle Wettkämpfe abgesagt, haben wir das damals 2020 hier gefunden. Und dann war eigentlich die Resonanz und das Feedback so gut, dass wir sagten, wir machen einen zweiten und letztes und dieses Jahr ist der dritte. Und wir sind gestartet mit 5 Startern 2020, letztes Jahr waren wir 8 und diesmal haben wir 13 Starter und es sind sogar 2 Staffeln dabei. Donnerwetter. Ja, ist unglaublich. Du hier auf die Beine stellst, wunderbar. Wir grüßen auch den Lutze, der ist im Urlaub, der ist diesmal nicht dabei. Wir müssen das heute hier so alleine machen, aber ihr seid die Hauptattraktion hier. Ihr müsst gleich ins Wasser, dann geht's los. Genau. Auch immer, wenn die Frage kommt, nein, ich werde da nie mitmachen, das ist mir alles zu früh. Aber ihr wisst, der Platz ist angeboten und ihr seht ja, wir haben 2 Staffeln diesmal. Vielleicht kann Burgheide News TV eine Staffel mal auf die Beine stellen, warum nicht? Ihr könnt das ja auch vergeben. Aber die Wettbewerbsbedingungen, um die es dann geht, die vergeben wir dann selber. Ne? Also ich glaube, da ist ein Schwimmen und Laufen nicht dabei und Radfahren auch nicht. Was bleibt noch übrig? Gut. Los, Volker, jetzt kümmere dich um also, deine Mannschaft. Also, wir freuen uns auf diesen Tag und auf 9.30 Uhr und den Startschuss. Viel Erfolg. Dankeschön. Leute, erstmal begrüße ich euch nochmal alle hier an diesem wunderschönen Tag, an diesem wunderschönen Sonntag, der hervorragendes Wetter verspricht und ich glaube auch ein hervorragender Wettkampftag werden kann und werden wird. Wir sind 13 Starter und Starterinnen, so viel wie noch nie. 11 Startnummern vergeben, weil es 2 Staffeln sind. Ja, und ich glaube, jeder freut sich ungemein auf diesen, ja, meist Saisonabschluss für die meisten. Ne? Einige von uns haben ja schon eine ganze Reihe von Wettkämpfen gemacht. Und für uns ist ein Saisonabschluss nach diesem Wettkampf dann schön gemeinsam noch ein bisschen Imbiss zu machen, um sich zu unterhalten. Das wird ein toller Tag. Und hier seht ihr schon Matthias mit seiner Kamera, das heißt Burgheide News TV wird uns auch wieder medial begleiten. Schon 3 Jahre, jetzt ist das dritte Jahr jetzt und da sagen wir auch schon mal Dankeschön. Schwimmstrecke ist klar, rüber zum Steg. Diesmal tatsächlich gekennzeichnet mit 2 großen Ballons. Andreas sei Dank, der gestern noch hier unter vollem Einsatz die Ballons dort angebracht hat. Jawohl. Und also wir haben nicht einmal versucht, das mit dem Mund aufzupusten, also mit Kompresse wurde das gemacht und ich glaube, es sind selbst für mich ganz gut zu sehen. Anschlag, jeder kann selbst entscheiden, ob er eine kleine Pause macht. Auf der Bank kann man gut sitzen, da sitze ich immer mit dem Sportfreund. Danke, Volker. Mit dem Sportfreund. Also doch Senioren-Sport, und da kann man sich so das, was in der Woche war, erzählen und es hört keiner weiter zu. Kleines Käffchen, ne? Zurück. Dann die Ute und der Kalle und die Sina, die machen die Schwimmzeiten. Alle kennen sie noch nicht, also ihr könnt durchaus, wenn ihr die Pumpe noch habt, die Luft habt, euren Namen noch sagen, sodass die beiden, dann die drei genau wissen, wo sie die Zeit einschreiben werden. Dann ist klar, aufs Rad. Hier seht ihr so einen weißen Wäschekorb, alle Sachen, die ihr nicht mitnehmen könnt auf die Radfahrt, aber die ihr wieder haben, die ihr wiedersehen wollt, dann im Sonnenwinkel da reinschmeißen und die Helga und auch die Wehrstütz werden dann das in ihren Fahrzeugen mit zum Sonnenwinkel transportieren. Dann geht es auf die Radrunde. Bitte, ich kann das einfach nur noch mal wiederholen. Jeder muss auf die Verkehrssicherheit selbst achten. Wir haben keine Absicherung, das wisst ihr. Deswegen gibt es auch keine Ankündigung dieses Wettkampfes irgendwie in der Zeitung, weil ich nicht möchte, dass hier die Polizei erscheint. Also zeigen Sie mal eine Anmeldung der Veranstaltung und dann fahren wir alle schick nach Hause. Also jeder achtet darauf. Deswegen auch der Sonntag. Keine Supermärkte auf, LKWs nicht unterwegs. Also bisher hat das immer ganz gut geklappt. Am Bahnübergang wird der Uwe sitzen, hier der Freund von der Uta.
hat auch eine Liste. Und wie gesagt, wer aufgrund von ICE oder Kohlegüterzügen und so weiter warten muss, braucht keine Angst haben. Das wird alles fachmännisch aufgeschrieben und hinterher von der Radzeit dann abgezogen. Danach geht's in rein nach Burgheide. Der kleine Zwischenweg, lange Stücken, Sonnenwinkel, ist super gekennzeichnet, aber bitte passt da auch gut auf, dass er nicht hängen bleibt oder irgendwie die 2 Sekunden, das ist überhaupt kein Problem. Der Wechselraum ist perfekt, diesmal auch gekennzeichnet. Jeder hat seinen Stuhl, ja, mit der Startnummer noch dran. Ja, die meisten haben ihre Laufschuhe dort abgegeben schon. Also man kann sich auch nochmal hinsetzen, kurz verschnaufen und dann der Einlauf in die Laufrunde. Der Martin hat das heute früh noch ausgelegt, die Hütchen und die Kegel dazu. Die gelben Kegel geben so die Groborientierung für die, die noch nicht die Runde gelaufen sind, dass sie wissen, aha, in diese Richtung muss ich. Und ansonsten, die Kurven sind über Hütchen gekennzeichnet. Ja, und dann hat Heidi, meine Frau, vorhin noch Ziel auf Pflaster geschrieben. Also wenn man da nach 2 Runden drin ist, dann kann man ganz zufrieden sein, denke ich mir. Wir haben alle Levels heute mit dabei. Das ist auch schön, dass man das mal so miterleben kann. Wasser wird einmal gereicht nach der ersten Runde. Der Andreas, unser Nachbar, wird mit dabei sein. Also es ist für jeden auch gesorgt unterwegs und dann hinterher sowieso. Ja, das dazu. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Wettkampf. Mögen wir alle gut gelaunt und gesund wieder im Ziel ankommen, das ist ganz klar. Ihr wisst, unterwegs kennt man kaum Freunde. Da tritt man und läuft man, das ist klar. Aber auch ein kleiner Gruß, warum nicht? Das sollte immer möglich sein. Das war's von meiner Seite. Hat jemand noch irgendwelche Fragen? Oh. Ja, wer fehlt jetzt? Volker? Was? Hier zurück. Robert, hier ist die Linie. Kein Vorteil. Triathleten, viel Erfolg! Also, auf die Plätze! Fertig! Los! Hey!
Was ist denn, wenn ich im Ziel an Philipp möchte? Ist ja Wahnsinn. Ist ja irre. Volker, jetzt ist es so gut wie durch. Die erste Zeit war von Robert Goldke mit 1. Ich glaube 1,19 oder 1,17. Ja, also vorneweg. Vorneweg. Unglaublich, also unglaublich. Also wieder da. Wie waren die Streckenlängen eigentlich auf dem Wettkampf heute? Das ist eigentlich wie so ein richtiger jener Mann. Also vollwerter Wettkampf, 900 Meter Freiwasserschwimmen. Dann haben wir 23 Kilometer Fahrrad und dann quasi auf den Meter genau 2x 2,5 Kilometer, also 5 Kilometer Laufrunde. Super. Ja, also toll gemacht, Volker. Wir sind alle, hier sind alle Finisher heute. Ja? Es gibt keinen Ersten, keinen Zweiten. Wir sind alle Finisher und wir sind alle glücklich und freudig. Jetzt hoffen wir nur noch, dass alle glücklich und gesund ins Ziel kommen. Ein paar sind da draußen. Ja, und dann geht's ans Feiern. Und an die Planung fürs nächste Jahr, wa? Ja, das werden wir dann fragen. Wer Lust hat, wieder mitzumachen. Es gibt maximal 15 Startplätze, mehr gibt's nicht. Das wäre sonst so aufwendig. Ich möchte auch weiter mitmachen. Gut. Dankeschön an Vorreiter News TV. Ihr seid mit drüben dann dabei, das ist klar. Wir haben uns so gefreut, dass ihr mit dabei wart. Hat Spaß gemacht. Schön. Super. Tschüss. Bis dahin. Ciao.